Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einfach und schnell eure Sandfläche an eurer Fahrradhalterung befestigen könnt. Ich würde sagen, auf geht's! Im ersten Schritt haben wir uns überlegt, wie bekommen wir dieses Sandblech einfach an unsere Fahrradträgerhalterung. Und zwar ist es relativ einfach. Die Sandfläche haben hier immer zwei verschiedene Löcher pro Seite, also einmal oben und unten haben wir zwei Löcher, also vier Löcher insgesamt. Und da haben wir mal unser Sandblech einfach mal dran gehalten und haben schnell realisiert, dass man ja an den Fahrradträger hier sogenannte Rohrschellen dran machen kann. Der Vorteil von diesen Rohrschellen ist, dass die hier oft auch schon ein Gewinde quasi integriert haben. Wir dachten uns, hey, das ist ja perfekt. Man sieht ja hier an beiden Stellen schon, okay, die Löcher, das passt da durch. Und ja, dann haben wir halt dementsprechend große Rohrschellen gekauft. Die gibt es einfach im Baumarkt. Ja, die hat jetzt einen Durchmesser von 34 mm bei unserem Thule-Fahrradträger. Dann müsst ihr einfach mal schauen, wie groß oder wie dick euer Fahrradträger hier diese Streben sind. Für den zweiten Schritt haben wir jetzt einmal ein Stahlgewinde besorgt. Und zwar ist es hier M8. Ganz einfach, weil wir hier auch M8 haben. Und ja, wir haben jetzt ausgemessen im Endeffekt, wie lang jetzt quasi unser Metallstab sein muss, um unsere stylische Sandfläche einmal hier drüber zu stülpen. Und zwar ist es jetzt ungefähr 7,5 cm lang. Und wenn man das jetzt hier oben einmal reindreht, passt die Länge genau, damit wir unsere Sandfläche quasi, also zuerst mal das natürlich rausnehmen, das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken, ist natürlich noch viel zu lang, aber quasi davon schneiden wir jetzt einmal zwei Stück ab und dann können wir beide Sandfläche quasi einmal hier oben drauf stecken. So, nachdem wir einmal jetzt zweimal unsere Gewindestangen abgeschnitten haben, quasi können wir sie im Endeffekt hier festschrauben. Dazu haben wir noch mal einmal hier eine Mutter drunter gesetzt, dass wir die einfach verkontern können. Und ich werde ein bisschen Kleber nehmen, um sie sozusagen einzukleben, weil ich will ja auf keinen Fall, dass es hier irgendwie sich abdreht und dann rausfällt nach einiger Zeit. Deswegen machen wir es einmal. Im nächsten Schritt werden wir einmal unsere Sandfläche hier im Fahrzeug befestigen. Wir nutzen dazu sogenannte Flügelschrauben, Flügelmuttern. Da muss man einfach nur einmal hier aufs Gewinde drauf drehen und dann sitzen die schon fest. Am besten legt man davor auch eine Unterlegscheibe unter. Und ja, dann kann man einfach und schnell die abmachen, wenn man sie braucht, oder auch die wieder dran machen, wenn man sie nicht braucht. Man sollte sich auf jeden Fall nur überlegen, dass man vielleicht auch hier ein Schloss verwendet, weil im Endeffekt, sonst könnte es ja theoretisch jeder einfach abschrauben, die Sandbleche, und mitnehmen. Und ja, das will man ja nicht, dass die gestohlen werden. Aber sonst hat man eigentlich so ziemlich schnell einmal die Sandbleche festgemacht am Fahrzeug. Und was ich gut finde, die nehmen auch keinen Platz irgendwo großartig weg. Zudem kann man einfach die Fahrradhaltung ganz normal benutzen. Man muss einfach nur ja, die Fahrradhaltung einmal runterklappen, wie immer. Und dann kann man die Fahrräder einmal hier draufstellen. Und die Sandbleche steuern jetzt auch nicht, die nehmen auch nicht viel Platz weg. Das ist, finde ich, sehr vorteilhaft. Und ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst oder wenn ihr ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin. Tschüss!